Wenn der Ramadan beginnt, verhalten sich einige Menschen, als würde ein Festival des Essens beginnen. Es gibt diese Speisen und jene Speisen, diese Appetithäppchen und andere. Aber der Ramadan ist ein Monat des Fastens. Das bedeutet, in diesem Monat geht es nicht ums Essen. Es geht ums Ernähren. Das Ernähren von Bedürftigen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer einen Fastenden speist, bekommt denselben Lohn wie jener, ohne dass sich dessen Lohn dadurch verringert. In diesem Ramadan sollten wir unsere Aufmerksamkeit nicht unbedingt auf all die Festmahle richten. Versuchen wir doch lieber, die Bedürftigen zu ernähren. Was ist die Definition von Fasten? Wenn du Kinder befragst, werden sie dir sagen, Fasten bedeutet, dass du vom Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang nichts isst und nichts trinkst. Manchmal hört man dieselbe Definition auch von Erwachsenen. Das war's? Fasten besteht nur daraus? Einfach nur Fasten? Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, nichts essen, nichts trinken? Was passiert denn, wenn ich faste und darauf vergesse, dass ich gerade faste und unabsichtlich etwas esse? Dazu eine wahre Geschichte. Ein Imam war zu einem Buffet eingeladen und er aß und trank. Und Kuchen und Kaffee. Darum geht's doch beim Buffet. So viel wie nur möglich zu essen. Alhamdulillah, er hatte eine ganze Menge verdrückt. Und als er so richtig voll war, erinnerte er sich, oh, ich faste doch. Nun, gilt nun sein Fasten? Die Antwort ist natürlich, ja, es ist gültig. Denn er hatte es vergessen. Das heißt, es muss sich um mehr drehen als um Essen und Trinken. Natürlich, Fasten bedeutet zu verzichten. Es ist nicht nur der Verzicht auf Essen und Trinken, sondern der Verzicht auf vielerlei. Der Verzicht aufs Lügen, auf Schimpfwörter. Der Verzicht aufs Fluchen, auf schlechtes Gerede. Die meisten sind besorgt, dass nichts in ihren Mund hineinkommt. Sie übertreiben es, wenn sie Wudu nehmen. Sie spucken dutzende Male aus, um sicherzugehen, dass ja kein Wasser in ihrem Mund zurückbleibt. Obwohl die Scharia kleine Rückstände von Wasser verzeiht. Einige erzählen dir sogar, während des Fastens sollst du nicht duschen. Wasser könnte in deine Ohren kommen. Auch das ist falsch. Wer trinkt schon durch seine Ohren? Das sind Übertreibungen. Verwende kein Parfum, rieche nicht am Essen. Es wird übertrieben darauf geachtet, dass nichts in den Mund kommt. Aber nicht aufgepasst, was aus dem Mund kommt. Es wird gelogen, schlecht über andere gesprochen, mitten im Ramadan werden Gerüchte verbreitet. Es wird geflucht und all diese schlimmen Dinge. Denn sie denken, beim Fasten soll nichts in den Mund kommen. Und solange ich nichts hineinlasse, faste ich. Aber einer der Zwecke von Gottesdiensten ist, unser Verhalten zu verbessern. Diese positiven Veränderungen sieht man bei vielen Ibadat. Beim Fasten ist es sehr klar und eindeutig. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam lehrt uns, wenn du fastest und jemand beschimpft dich oder sucht Streit mit dir, sollst du laut sagen, ich faste, ich faste. Wenn der andere das hört, wird er sich vielleicht schämen und von dir ablassen. Das Fasten soll auch eine Verbesserung bei uns bewirken, unser Verhalten verändern, unseren Charakter stärken. Vergessen wir nicht, beim Fasten geht es nicht nur darum, dass nichts in den Mund hineinkommt, sondern auch was aus dem Mund kommt. Und was den Mund verlässt, kann viel schlimmer sein. Achtet in diesem Ramadan bitte besonders darauf, was ihr sagt.